Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst, liebe Frau Kollegin von der FDP, bin ich unserem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sehr dankbar, dass er die Maskenpflicht in den Grundschulen abschafft. Wir lassen die Kinder dort in den Schulen nicht alleine, denn mit regelmäßigen Tests und auch mit Lüftungsanlagen, die durchaus regelmäßig in den Schulen vorhanden sind, schaffen wir einen nötigen Schutz und gleichzeitig gehen wir auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Denn es ist klar so, dass wenn der Spracherwerb, und der ist in der Grundschule besonders im Fokus, getätigt werden muss, ist es entscheidend, dem Gegenüber ins Gesicht schauen zu können, auf die Mundbewegungen schauen zu können. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir in Bayern diesen Schritt abgewogen gegangen sind. Nichtsdestotrotz sind Sie natürlich sehr inkonsequent in Ihrer Argumentation. Denn wenn auf der einen Seite der Bundesminister Lauterbach eben seine gesetzliche Regelung darstellt, dass eben Hotspots auch ganze Bundesländer betrifft, und gleichzeitig Sie als FDP davon sprechen, dass nur einzelne Landkreise betroffen sein könnten, dann passt da was nicht zusammen. Sie sind nicht eins in der Ampelkoalition, und das lassen wir Ihnen auch nicht durchgehen. Und nicht durchgehen lassen Ihnen das auch die Ministerpräsidenten der Länder. Und das sind also mit Verlaub nicht nur unionsgeführte Länder dabei, sondern natürlich auch die Landesministerpräsidenten von SPD und mit natürlich Beteiligung auch der FDP. Deswegen, es passt in Ihrem Gesetz ganz offensichtlich etwas nicht zusammen. Und auch in den Maßnahmen passen Dinge nicht zusammen. Denn Sie geben auf der einen Seite weiterhin Warnungen aus und gleichzeitig schaffen Sie beispielsweise die Unterstützungen, die Versorgungsaufschläge, Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser und für Arztpraxen ab. Auch damit lassen Sie gerade Krankenhäusern im ländlichen Raum, Arztpraxen im Regen stehen. Und das geht in einer Reihe damit. Und deswegen haben wir als Union auch einen Änderungsantrag eingebracht, den Sie wahrscheinlich nicht gelesen haben. Aber ich werbe sehr dafür, das zu tun, nämlich, dass wir eben auch Bonus Zahlungen für die fordern, die eben die Notaufnahmen leer gehalten haben. Und das der Pflegebonus, das wurde kritisiert von unserem Gesundheitsminister Holitschek, aber auch vom Kollegen Chaya, dass er immer noch nicht auf den Weg gebracht wurde. Das ist ein Skandal. Das ist Arbeitsverweigerung, was Sie hier tun. Und das bei diesem Pflegebonus, wie er jetzt angedacht ist, dass dort die medizinischen Fachangestellten, zahnmedizinischen Fachangestellten und auch Mitarbeiter im Rettungswesen keine Berücksichtigung finden. Auch das finde ich empörend, denn auch Sie waren es, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Impfkampagne funktioniert hat, dass die Leute schnell von A nach B gekommen sind, dass die Leute in der Quarantäne nicht einfach abadministriert wurden, sondern dass sie Ansprechpartner hatten. Und deswegen gehört es sich meiner Meinung nach, dass wir diesen Bonus einführen, nicht nur für die Pflege, auch für die Mitarbeiter im Rettungswesen, auch für die medizinischen Fachangestellten. Und deswegen fordere ich Sie ganz konkret aus. Gehen Sie mit uns einen Schritt weiter. Fortschrittskoalition, wir wollen Zukunft gestalten. Wir wollen einen Bund-Länder-Gipfel für die Reform der Ausbildung der medizinischen Fachangestellten. Das betrifft rund 500.000, vor allem Frauen in unserem Land. Da müssen wir handeln, da müssen wir Zukunft gestalten. Und deswegen lesen Sie den Antrag der Unionsfraktion durch und schaffen Sie mit uns gemeinsam einen Bonus, der über den Pflegebonus hinausgeht. Danke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Helge Limburg das Wort.